Wir wissen, wo sich der... Haben Sie was über den Logistiker? Er heißt Antonio und hat wohl ein kleines Koksproblem. Er hat einfach zu viel davon. Sagen Sie ihm, dass wir ihm damit helfen. Das können Sie ihm gern selbst sagen. Baumann hat die Antonio-Akte geschickt. Unidad Heli... Jede Woche wandern mehr als 6 Tonnen Kokain durch Mojocoyo. Es ist ein Umschlagplatz für Lieferungen, die für Brasilien, die Staaten und Europa bestimmt sind. Antonio ist der dortige Buchon, der Boss. Er muss auf das Koks aufpassen. Ist leider ganz schön stressig, den ganzen Tag auf Kokain aufzupassen. Als ob ein fettes Kind auf eine Zuckerfabrik aufpasst. Und wir wissen alle, was Zucker mit einem macht. Hirnfäule, man telefoniert nicht mehr, man vertraut seinen Leuten nicht mehr, man geht nicht mehr heim zur Ehefrau. Man kündigt sogar den Leuten Lieferungen erst dann an, wenn sie unmittelbar bevorstehen. Was Koks-Transporter angeht, ist Antonio ein Tresor. Und ich will das verfickte Scheißding aufbrechen. Ich bin der Pilot. Hier könnten Informationen sein. Bereit? Feuer. Da ist der Typ. Fuck, fuck, fuck! Bereit? Ich Feuer, lege Feuer, auf Feuer. Feuer. Verstanden. Glaubst du, in dem brennenden Wrack ist noch was übrig? Ihr Leutnant rennt weg. Coopere y todo saldrá bien. Ich töte deine ganze verfickte Familie, Motherfucker. Chingao, ja, ja, pues, ja. Unidad Heli, unten bleiben. Ya, ya está. Ya, ya me entrego. Me entrego. Ya estuvo, ya. ¿Quién fue? ¿Wer war das? Welche pinche Popo-Huevos haben mich verpfiffen? Ich war beim Schaman. Er hat mich erleuchtet und mir die Zukunft gezeigt. Na klar. A huevo, pendejo. Ja, du mich auch. Selbst wenn ihr das Polvo findet, bekommt ihr es nicht. Mi plebe passen auf die Lieferungen auf und sind bereit, ihr Leben dafür zu geben. Na gut, denn genau das will ich ihnen nehmen. Ja, 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 me entrego. Nimm die scheiß Finger weg! Ich töte deine ganze verfickte Familie, Motherfucker! Me entrego, ya estuvo, ya. Antonio, was für eine Freude. Vete a la verga, Bitch. Nicht flirten Sie, kleiner Schlingel. Was soll der Scheiß? Geschenke. Hast du es nicht gehört? Wovon redest du? Dein Tod. Eine Überdosis. Soll ich etwa... Ich will dein Hirn auf Drogen sehen, Pendejo. Du hast keine Wahl. Sagte ich aufhören? Weiter. Was ist? Weiter. Ich geht nicht. Mein Herz. Es fühlt sich an, als ob es explodiert. Bitte. Das ist der Plan. Jetzt nicht aufhören. Bitte.
Ihr wollt Nidia Flores, stimmt's? Sie ist in Jalisco. Jalisco, Mexiko. Santa Blanca investiert in Meth. Ich weiß nicht, wie lange sie da bleibt. Ehrlich. Der erste Schritt zur Besserung ist zuzugeben, dass du ein Problem hast. Und du, mein Lieber, hast ein scheiß großes Problem. Nomad, Antonios Verhör ist beendet. Und was liefert er? Außer ein paar Krokodilstränen? Alles. Haupt- und Transitlager. Jedes verfickte Gramm in der Provinz. Schätze, bei Santa Blanca werden ein paar Stühle gerückt. Wenn Sie Antonios Lager hochjagen wollen, tun Sie es. Aber falls Sie besseres Wetter bevorzugen, kann das auch jemand anders erledigen. Das Kokain geht nirgendwo hin. Verstanden. Wenn wir bleiben, schicken wir Rauchsignale. Kokainologiestunde. Viele Leute machen den Fehler, sich nur auf das Produkt zu konzentrieren. Claro, man braucht etwas zu verkaufen, aber damit verdient man kein Geld. Ein Kilo Coca-Blätter kostet etwa $1,50. Man braucht 400 Kilo Coca-Blätter, um ein Kilo Kokain herzustellen. Selbst als Kokain-Grundstoff ist ein Kilo in Bolivien nur $1,200 wert. Aber mit jeder Grenzüberquerung wird der Wert gesteigert. Erreichen wir Kolumbien, sind es schon $2,200. In Südmexiko 12.000. Jenseits der Grenze in Texas 20.000. New York, unsere $1,200-Investition ist jetzt $35.000 wert. Paris, London 68.000 bis $74.000. Es ist wie eine Pipeline, die das Produkt zu den Bedürftigen bringt. Wasser für die Durstigen. Einmal da, trägt sich die Pipeline selbst. Arbeiter, Autos, Bestechungsgeld. Doch wenn die Leitung verstopft ist... Sie haben wieder eine Ladung erwischt. 7 Tonnen verloren. Letzte Woche schon 4 Flugzeuge. Fließt das Wasser zurück? Der Gewinn ist zu groß. Wir haben es nicht im Griff. Meine Männer handeln untereinander. Wir bezahlen niemanden, der nichts transportiert. Sie kidnappen Zivilisten für Lösegeld. Zu viel Wasser. Wir müssen mit Valeria von hier fort. Er tötet uns noch vor der Grenze. Und was ist die Antwort? Wenn ich sie finde, sag ich's dir. Und man ertrinkt. Antonio hat den Standort eines großen Kokainverstecks im Mojocoyo preisgegeben. Hört sich vielversprechend an. Schalten Sie es aus. Ich habe Antonios Frau in der Leitung. Sie scheint Ärger zu haben. Stellen Sie durch. ¿Qué pedo? Pinche puto neta que eres, pendejo. Hey, hey!
Beruhigen Sie sich und sprechen Sie langsam. Die wissen Bescheid. Me mataste, hijo de la chingada. Wo sind Sie? Versteckt in der Kirche. Aber die suchen mich schon. Bleiben Sie da. Wir kommen. Antonios Frau, Gabriela, hat Ärger mit dem Kartell. Falls wir sie rausholen, kann sie vielleicht einige unserer Wissenslücken füllen. Sehen wir uns hier nach Informationen um? Hola. Los geht's. Bleiben Sie hinter mir. Ja pues, vamos! Hey! Bereit machen. Feuer! Hua! Oh, er ist greife Tangos an. Zurückbleiben! Feuer! Verstanden. Deck alles hin. Sammeln, Leute. Verstanden. In Bewegung. Bin drauf. Dürfen. Die werden mich lebendig verbrennen. Ihm passiert nichts. Ich verspreche's. Es war nicht immer so. Als ich Antonio traf, war er ein Schatz. Er schrieb mir Briefe. Niemand schreibt mehr Briefe. Er schon. Ich habe mich lustig gemacht. Mache ich jetzt nicht mehr. Drogengeld ändert Menschen. Nein, dieses Leben. Man überlebt nur, wenn man auch Augen im Hintergrund hat. Sie werden Antonio nie wiedersehen. Niemals. Er ist auf dem Weg in ein amerikanisches Gefängnis, wo er den Rest seines Lebens bleiben wird. Die nächsten 70 Jahre. Er wird auf die gleichen Wände starren, ins gleiche Klo pissen und mit sich selbst sprechen, bis er endlich seinen Verstand
verliert. Sein Leben ist vorbei. Aber Sie haben noch eine Wahl. Wenn Sie wollen, können Sie jetzt gehen. Natürlich wird man Sie umlegen, bevor Sie auch nur 10 Schritte gemacht haben. Und was, wenn ich nichts weiß? Also immer schön über die Schulter schauen.